Also gut, hier kommen die ersten Infos zu mir. Ich liebe Anime-Serien, von Bleach zu Naruto zu Black Butler zu Hellsing. Ich liebe einfach allgemein viele Anime-Serien. Und ja, dann kommen wir schon zur Info Nummer 2 zu mir, nämlich ich bin total tierlieb. Ich mag alle möglichen Tiere. Aber meine allerliebsten Tiere, wenn ich wählen darf, sind Schafe, Hasen, Kühe mag ich auch ganz gerne, weil die sind so cool. Hunde finde ich auch super. Es gibt Ausnahmen. Ja, das waren schon die ersten Infos zu mir. Und bitte nicht wundern, jetzt kommt erstmal ein kleiner Pausenmoment, damit ich hier im Schnitt sitzen kann, weil ich werde die ganzen Infos an einem Stück drehen und dann auseinandercutten. Und am Ende von der ganzen Geschichte bekommt ihr dann nochmal ein Video, wo alle Fakten zusammengesetzt sind. Also dann. Nächstes. Ich bin Vegetarierin und ich würde nie Fleisch essen, wenn ich die Wahl habe. Hab allerdings ein ganz, ganz böses Laster, nämlich Gummibärchen. Ich hab's mit Agar-Agar versucht, mit Agatine und weiß Gott was für Ersatzprodukten, aber Gelatine schmeckt halt einfach leider immer noch am besten. Und deswegen, auch wenn ich mich furchtbar schäme, für mich wird es immer Gelatine bleiben. Ja, ich bin eher ein Bader als ein Duscher. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Baden und Duschen, dann entscheide ich mich immer für. Ich hab das blöde Viech. Dann entscheide ich mich immer für Baden, weil im Zweifel finde ich es für mich immer einfacher, im Wasser zu liegen. Und dann kann ich mich irgendwann an dieses schmerzhafte Wasser gewöhnen, als die ganze Zeit vom Wasser betröpfelt zu werden. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, das waren jetzt schon wieder zwei. Also, gut. Ich mache immer dazwischen mein blödes Grinseface. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Ja, ich mag eigentlich kein Gemüse. Ich bin überhaupt kein Gemüsefan. Aber durch mein Kennenlernen von Babette habe ich dann angefangen, ein bisschen Gemüse zu essen. Und das Erste, was ich da bekommen habe, war ein Brokkoli, den sie unter einem Nudelauflauf versteckt hat mit viel Käse. Und nachdem ich den dann gegessen hatte, hat sie gemeint, siehst du, der schmeckt doch. Und ich muss leider Gottes zugeben, ja, er schmeckt. Und ich mag den bis heute gerne. Ja. Sonst esse ich noch gerne Paprika, Zwiebeln und seit jetzt ein paar Wochen finde ich auch, wie heißen diese grünen Dinger, die nicht Gurken sind? Aubergine? Nee, Auberginen sind lila. Zucchini. Zucchini. Ja, oder Zucchini oder wie auch immer man es aussprechen mag. Die mag ich auch ganz gerne und ja. Jetzt ein klein bisschen ekelhafter Fakt über mich, aber es ist halt wirklich so. Ich habe kaum Würgereiz. Also, das klingt jetzt gerade irgendwie voll nuttig. Komm mal zu Zucchini. Ja, gleich nach der Zucchini kommt diese Erkenntnis. Ich habe kaum Würgereiz. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf mein ganzes Leben gesehen mich bisher 6 Mal übergeben musste. Das erste Mal war beim Zauberpudding. Damals habe ich einen Film geguckt, der hieß Der Zauberpudding. Und da habe ich, also da irgendwann kam dann diese Szene, wo der Pudding, wo sich über die ganze Stadt Pudding war. Und ich weiß bis heute nicht, was es war, aber danach habe ich gereiert wie ein Vogelreiher. Das zweite Mal war dann wegen dem Tee. Da hatte ich eine Erkältung, haben wir dann rausgefunden, bei Erkältung kann man auch sich übergeben. Das dritte Mal war dann wegen zu viel Essen von Subway Sandwich. Das habe ich damals, das kann man auch super gut. Geht super. Und das vierte Mal war dann, nee, es war tatsächlich nur viermal. Viermal. Pardonnez-moi. Ich habe nicht mal, ich bin nicht mal, ich komme nicht mal auf die 6 Mal. Ich komme nur auf 4 Mal. Und das vierte Mal war es mit Abstand ekelhafteste. Da habe ich einen Döner gekübelt. Blaukraut-Döner. Laukrautdöner. Das ist auch noch ein bisschen eine blöde Geschichte für meine Schwester gewesen. Die hat den mitgebracht und wollte mir eine Freude machen. Und die Reaktion darauf war, oh, lecker Döner. Und dann so, und zwar über sie drüber. Entschuldigung. Wie viele haben wir jetzt schon wieder? Warte mal, ich habe ja hier einen
Ja, da. Dann sind wir wieder bei einer geraden Zahl. Das ist der Vorteil, wenn man es aufschreibt. Ja, dann sind wir hier wieder an diesem Punkt fertig und bis gleich. Ja, ich bin irgendwie, also man sagt mir immer nach, ich wäre total faul und würde den ganzen Tag nur rumsitzen. Aber Tatsache ist, auch wenn ich viel sitze, ich kann die Finger und ich muss immer irgendwie eine Bewegung machen. Ich weiß auch nicht, sonst werde ich ganz kribbelig. Also irgendwas an mir bewegt sich immer. Sind es die Füße, ist es nur, sind es die Finger. Aber ich habe immer diesen leichten Bewegungsdrang in mir. Weiß auch nicht, wo der herkommt. Kann ich euch leider nicht helfen. Ja, was ich aber auch sagen kann, ist, was mich auch nervös macht, ist, wenn ich mit den Türen, mit einer Tür mit einer Tür im Rücken sitze, da kriege ich noch mehr Bewegungsdrang. Also da habe ich dann immer den Bewegungsdrang zum Weglaufen. Das kann ich euch sagen, ganz sehen. Ja, ich kann mich unglaublich schlecht entscheiden. Also wenn man mir entweder oder Fragen stellt oder so, dann tue ich mir damit total schwer. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich entscheide mich eben einfach nur ganz schlecht. Also richtig schlecht. Ich meine so, richtig, richtig schlecht. Episch schlecht. Ja, gut. Damit haben wir schon wieder die nächsten Fakten über mich zusammen. Also gut, bis dann. Ich komme mir langsam vor wie so ein Serienkiller, weil ich ständig dieses Grinsen dazwischen mache. Die wird jetzt nicht sehr überraschend sein, aber ich habe ja ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern meiner Mutter. Und das Verhältnis ist sogar so gut, dass ich meine Großeltern Minimum einmal am Tag anrufe, bis Maximum fünfmal. Aber meistens sind es so zweimal. Und das ist immer so um 17 Uhr rum und dann nochmal so um 20:30 Uhr. Also das erste Mal schon guten Morgen zu sagen und das zweite Mal um gute Nacht zu sagen. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Also, nächster Fakt über mich: Ich habe eine furchtbare Sauklaue teilweise. Ich kann es einfach nicht lesen. Okay. Also, wenn ich jetzt meine Schrift mal kurz also ich kann euch nur vorlesen, was hier gerade steht. Ich mache die mich immer auf Sachen. Also eigentlich habe ich einen totalen Grammatiktick, wie dieser Satz zustande gekommen ist. Wenn du möchtest, kannst du den nachher haben, Mama. So einen Grammatikfehler bei mir wirst du nie wieder irgendwo finden. Sauklaue, Elena ist mal wieder am Werk gewesen. Okay, wir haben jetzt in diesem Video drei Fakten, also machen wir hier jetzt Schluss und ich mache das im nächsten. Und jetzt, ja, nächster Fakt über mich ist, nämlich ich mache die Milch immer auf Sachen drauf. Nämlich ich mache die Milch sowohl auf den Kaba drauf. Nämlich im Sinne von, wenn ich eine Schokoladenmilch will, dann mache ich immer die Milch auf den Kaba, nicht den Kaba in die Milch. Und ich mache auch die Milch auf die Cornflakes und nicht die Cornflakes in die Milch rein. Ja, das war noch sowas. Das war's, ne? Es ist nicht grammatisch falsch, es ist einfach nur eine Sauklaue. Ja, gut. Dann, ich koche und backe unglaublich viel. Backen tue ich immer, wenn ich gestresst bin, vor allem. Oder wenn ich einfach Lust habe auf Zimtschnecken. Und kochen tue ich halt, wie es jeder macht, wenn ich hungrig bin. Wobei, eine Sache, die liebe ich, wenn mein Papa sie kocht, und das ist ein Spiegelei, weil mein Papa macht das beste Spiegelei der Weltgeschichte. Ist auch ein Fakt. Kann man hier stehen lassen, einfach als Fakt. Ja, gut, dann haben wir das jetzt wieder. Und dann brauchen wir jetzt den nächsten. Dann mache ich mal einen Knick, damit ich nicht durcheinander komme. Gut,
Nächste Fakten kommen jetzt. Ich muss aufhören, mir ständig Krimis anzuschauen, weil wenn ich selbst das Gefühl habe, ich mache den Jack the Ripper, nur weil ich grinse, dann stimmt was bei mir nicht, habe ich so das Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch ein Fakt, oder? Ja, dann haben wir jetzt nämlich den überliegenden Dinger von vorhin wieder aufgeholt und sind wir jetzt wieder beim Passenden. Und zwar, ich liebe Regen. Ich liebe Regen, wenn ich ihn anschauen kann, wenn ich ihn rieche. Ich liebe vor allem die Erde nach dem Regen, wie dieser Duft, den finde ich so toll. Gibt es übrigens ein Fachwort, das heißt Petichor. Ja, es ist mein Lieblingswort übrigens auch. Kleiner Nebenfakt. Aber ich liebe auch Schnee. Ich liebe es, wenn es schneit und so richtig kalt wird und die Luft so eine andere Art von Luft einfach herrscht. Und dieses schöne, weiße, pudrige Zeug. Und dann kann man Schneebälle formen. Und ich liebe das einfach. Ich bin eher der Schlechtwettermensch. Sonne. Aber wen wundert es, wenn einem die Sonne immer wehtut? Dann ist das jetzt nicht so die Überraschung. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Info zu mir. Ich mag es nämlich auch lieber kalt als warm. Also ich bin jemand, wenn ich bibber und friere, kann ich immer noch besser einschlafen, als wenn ich schwitze. Also im Sommer schlafe ich erstmal ganz schlecht. Also erst schlafe ich schlecht, weil es mir zu warm ist. Dann schlafe ich noch schlechter den ganzen Juli, weil es mein Geburtsmonat ist. Und dann im August schlafe ich immer noch schlecht wegen der Wärme. Und dann bin ich auch immer im Schlaf und dann werde ich knatschig und dann bin ich spätestens immer im September das schlimmste Ekel, das man sich vorstellen kann, aus Schlafmangel. Und meistens breche ich so im August, Mitte August dann total zusammen und dann schlafe ich wie so ein Stein. Erstmal eine Weile, wenn es dann abkühlt. Sobald es dann abkühlt, bin ich dann, kann man, dann bin ich wirklich nur noch der Stein, der da im Bett liegt. Also da weg, da ist dann ist auch nur noch Wegzeit zur Fressenszeit und auf Klozeiten. Ja, das sind dann die Infos dazu. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und diesmal versuche ich es mal mit einer anderen Geste, wenn mir selbst mein eigenes Grinsen Angst Okay, das mit dem Grinsen habe ich mir jetzt nicht, hab ich jetzt nicht gelassen. Ich habe nur anstelle vom Winken jetzt einen Finger nur genommen. Das ist Ja, dann, ich bin einer der Menschen, ich mag keine Cola. Ja, ich finde Cola furchtbar. Ich finde, Cola ist ein chemiegetränktes, ekliges Gesöff. Die einzige Cola, die ich mag, ist tatsächlich die Cola vom McDonald's oder vom Burger King, weil das ist ja weniger Cola als Wasser. Und dann finde ich, dass es eigentlich, dann geht es wieder bei mir. Und dann finde ich die ganz okay. Auch okay finde ich das Cola-Mix-Getränke, also Mezzo-Mix oder Cola-Mix von Krumbach. Womit wir übrigens schon zu einem nächsten Ding sind. Ist das nicht toll? Nämlich, ich trinke hauptsächlich Krumbach. Also die Firma, die hat mich irgendwie komplett eingefangen. Wenn es nur ist, weil sie ständig Stofftieraktionen haben und ich liebe Stofftierchen. Und ja, so kommt es, dass ich da viel trinke bei Krumbach. Also ich mag vor allem Traube Mirabelle. Und nachdem ich dann, das ist dann irgendwie so wie Wasser für mich. Und oft mische ich Traube Mirabelle dann mit Mango Orange, nee, Mango Mandarine oder mit Orange. Und das finde ich dann total lecker. Und so komme ich auf meine 2 Liter pro Tag. Ja, das war diese Info. Und die habe ich jetzt irgendwie zum falschen Ding. Na, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Gut, dann müssen wir es halt anders machen. Also dann, bis gleich. Ja, nächste Info über mich. Ich mag meinen Pudding flüssig. Also habe ich euch vor kurzem meiner Mom erzählt. Ich bin jemand, ich finde, Pudding muss nicht zum Löffeln so richtig Löffel sein, sondern ich finde, der Pudding ist perfekt, wenn man den Löffel hochhebt, das dickflüssig ist, aber trotzdem noch so ein bisschen vom Löffel runterplatscht. Also eher platscht. Also nicht richtig das so, dass man dann kaum noch was auf dem Löffel drauf hat. Es muss nicht flüssig sein wie Milch, aber eben soll auch nicht so dickflüssig sein wie normalerweise Pudding. So esse ich meinen Pudding am liebsten. So. Ich kaufe viel zu viel Kaugummi. Und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen zu viel, sondern ich meine jetzt wirklich viel zu viel. Also meine Mom hat mir zu Weihnachten 12 Packungen Kaugummi geschenkt. Die sind jetzt leer. Ja. Weil ich so pro Tag schon so 2, 3 Kaugummis wegkaue, wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin der typische, ich bin halt so immer, wenn ich gelangweilt bin oder wenn ich Bewegung brauche, dann kaue ich halt Kaugummi. Und
Ja, doch, das war jetzt der zweite, ne? Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Bis gleich. Die Lächle, das ist Lächeln das Beste, das macht mir weniger Angst. ja. Mein nächstes Ding ist, ich liebe Elektronik. Alles, was ein Kabel, Akku, eine Steckdose braucht, da bin ich Fan von. Das Einzige, was ich sagen muss, wo ich nicht damit klarkomme, sind Telefone, die man Festnetztelefone. Ich weiß auch nicht, aber die mögen mich nicht so. Und Motorsägen. Die mögen mich auch nicht. Die mag ich auch nicht. Und alles, was laut ist. Also auch so Wacker, so Bohrmaschinen und so weiter. Aber ich bin unglaublich gut mit einem Akkuschrauber. Na? Habe ich ein Talent für. Akkuschrauber und Bügeleisen. Habe ich schon immer ein gutes Händchen dafür gehabt. Ja, mein wichtigstes elektronisches Gerät ist mein iPod. Auf dem speichere ich alles, was ich nicht im Hirn speichern kann, aber trotzdem einfach nur so ein Tipp brauche, um es dann wieder aus dem Hirn doch wieder rausholen zu können. Also diese Sachen, wo man so als Erinnerungsdinger. Und ja, mein iPod ist das elektronische Gerät, das ich mit Abstand am meisten verwende. Selbst mein PC rein stundentechnisch habe ich noch nicht mal halb so lang benutzt. Deswegen ist es ja auch immer so eine Katastrophe, wenn mein iPod irgendwie kaputt geht. Naja, zum Glück läuft er gerade. Daumen drücken, Daumen drücken. Ja, das war dann auch wieder zwei und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Weißt du was, wenn ich das Video nachher an einem Stück zeige, werde ich teilweise sowas von stupide kommen, wegen diesem blöden Grinsen zwischendrin. Also für mich so ein Schnittgrinsen, Warum verstehst willst du das dann an eurem Stück zeigen? du? Ja, weil es bestimmt auch die einen oder anderen lustig finden werden, diese stupide Grinsen Ach so, zwischen. Ja, okay. das kann ja nicht schaden. Und jetzt habe ich es eh schon angesagt. Das erste elektronische Gerät, das ich jemals mir selbst von meinem eigenen Geld gekauft habe, war das erste iPod, der erste. Warte mal, ich habe gerade Grammatikproblematik. Das erste elektronische Gerät, das ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war das erste iPad Pro. So, jetzt haben wir es. Und das habe ich mir damals gekauft und das haben wir bis heute. Und immer wenn meine Mom und ich irgendwelche Briefe oder irgendwas zum Schreiben haben, dann schreiben wir es meistens auf dem Teil. Wobei ich immer witzig finde, dass sie das Touchpad sucht, weil sie an ihrem PC ein Touchpad hat. Aus iPad, der hat ja am Bildschirm überall Touch und das finde ich immer so süß, wenn sie dann da an der Tastatur versucht, das Touchpad zu bedienen. Ja, ich bestelle zu viel Zeug auf Amazon. Viel zu viel. Wirklich. Ich meine, viel zu viel. Ich weiß auch nicht, aber es ist zu viel. Aber so ist es halt. Naja, also dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten. Ich wirke so stupide. Ich bin nicht bloß zum Einkaufen, deshalb bestelle ich so viel bei Amazon. Der nächste Fakt ist, ich gehe nicht so oft raus. Steht da wirklich drauf als nächster Faktor. Ja. Lustigerweise tatsächlich. Also ich bin nicht oft unterwegs und da draußen in der Welt und deswegen bestelle ich so viel bei Amazon. Ist ein ineinander das Zahnradmäßig. Aber was ich auch gerne mache, ist, ich bestelle gerne bei Lieferservicen. Also hin und wieder mal. Und seitdem ich weiß, dass der Burger King einen Lieferservice hat und ich mir meine Pommes auch liefern lassen kann und ich immer zum Burger King hinfahren muss, gibt es öfter Burger King Bestellungen. Mein Vater zum Beispiel mag gar keinen Lieferservice, aber wer fragt ihn schon? Er zahlt es ja nur. Ja, das war's dann mit ihm und dann kommen gleich die letzten zwei. Ja, eigentlich der letzte. Also dann. Ja, also dann. Ist eigentlich eine gute Idee, weil zu meinem letzten werde ich gleich noch ein kurzes Video drehen und dann sehen wir uns bei meinem letzten wieder. Bis denn. Tschüss. Ja, also dann. Hi ho. Und willkommen zum allerletzten Info-Ding zu mir. Und zwar werde ich euch jetzt von meinem allergrößten Traum erzählen. Ich habe nämlich einen Traum, der noch größer ist als der Traum, irgendwann Mutter zu werden. Und
ich würde jetzt mal so sagen, der Traum ist wahrscheinlicher, dass ich ihn mir irgendwann realisiere. Also, ich will mal eine Mediathek haben. Das klingt jetzt total nach dem Motto wie jetzt eine Mediathek, so wie ARD und ZDF und so, aber nee. Als ich ein kleines Kind war, habe ich einen Film gesehen, wo es ein Buchregal gab, wo tausende von Büchern aneinander sind, diese riesen bibliothekartigen Bücher. Und dann habe ich mir gedacht, sowas will ich auch haben. Dann habe ich aber festgestellt, ich lese keine Bücher. Und ich werde auch nicht mehr mit anfangen. Das könnte ich voll vergessen, dass ich noch anfange, Bücher zu lesen. Also, Und dann habe ich meine ersten DVDs gekauft. Und irgendwann hatte ich dann meine nächsten. Und dann habe ich bei uns im Wohnzimmer so ein Fach gehabt, wo ich die immer hingeschoben habe. Damals hat es noch hingepasst, jetzt nicht mehr. Aber dann habe ich gesehen, eigentlich geht es auch mit DVDs. Und deswegen habe ich mir, will ich immer eine, irgendwann mal, wenn ich groß bin, einen riesengroßen Wand haben, wo ich nur mit DVDs vollstopfe. Und ich habe mir das dann immer vorgestellt. Also ich will das dann so machen. Das habe ich nämlich wirklich schon geplant. Also eins ist mit Realserien, CSI und Krimis. Dann kommen Filme. Dann kommt das nächste mit Anime-Filmen. Dann kommen Anime-Serien. Und das letzte sind dann noch so Spiele. Und das, davon träume ich, seitdem ich denken kann, dass ich das irgendwann mal mir ermöglichen kann. Nein, muss ich nicht selber bauen. Amazon hat Schränke. IKEA auch. Ja, es muss ja nicht der beste Schrank sein. Es geht ja nicht um den Schrank, sondern um den Inhalt. Also weißt du, außerdem ist es mein Traum. Halt mal deine Nase da raus. Mein Traum, ja. Also ich kann entscheiden, wie ich den gerne hätte. Inklusive dem Zunge rausstrecken hätte. Ja. Also, das war eigentlich, das ist so mein großer Traum und irgendwann verwirkliche ich mir den dann auch. Und das ist so ein Ding, wo ich zu meiner Mutter und meinem Vater mal sage, egal wo wir hinziehen, ich will auf jeden Fall zwei Zimmer haben, wenn ich ein Zimmer allein brauche für diese olle Mediathek. Und deswegen drückt mir die Daumen, dass wir irgendwann mal ein perfektes Haus finden, damit Elenchen ihre Mediathek bekommt. Ja, das waren eigentlich alle Infos über mich und wenn ihr das hier schaut, ist tatsächlich schon Anfang Mitte August, soweit ich es gerechnet habe. Aber ich kann mich auch verrechnen. Ich meine, Mathe war noch nie so mein Ding. Auch noch so eine Info über mich. Ja, aber jetzt habt ihr über den ganzen Juli ganz viel über mich erfahren und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich bald wieder, weil jetzt, wenn dieses Video läuft, werde ich wahrscheinlich irgendwo vor einem PC hocken und mir denken, oh shit, ich habe vergessen, Bock zu produzieren. Und dann werdet ihr ein Video von mir bekommen. Also, wir sehen uns dann wieder bis dahin. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss.